Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Es geht endlich in den Bazaar und wir können mal so nachschauen, was die hier im Angebot haben. Und ich weiß nicht, warum sind hier die ganzen Lichter an, wenn es draußen helllichter Tag ist. Selbst da sind die Lichter überall an. Unnötig. Aber ja gut, was soll's. Mir ist übrigens aufgefallen, dass... Ah, jetzt kommt eine Cutscene. Super. Dass unten die Shadowplay-Icons waren in der Aufnahme. Die habe ich mal weggemacht. Finde die ein bisschen hässlich in der Aufnahme, deswegen. Bisschen kacke. Okay. Konnte ich noch erzählen, bevor was gelabert wird. Alter, auch geil, ne? Auch richtig geil. Hey, pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Yo, entspann dich, Bro. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Was ist los? Können wir helfen? Herzlich willkommen! Alter! Ja. Wir alle durcheinander labern, Alter! Wo brennt's denn? Jo, wo brennt's? Bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück! Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum dritten Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Okay. Was ist ein Meisterhandwerker? Was ist ein Meisterhandwerker? Du bist nicht von hier, oder? Nee, wirklich? Meisterhandwerker entwickeln neue Technologien, Neuerungen für die Konstruktion, alle Arten von Apparaten, die im Gefecht hilfreich sein könnten. Modifikation also. Gibt's ja auch wieder. Nice. Bin sein Lehrling. Die Leute spotten, er sei langsam und nicht sehr wortgewandt, aber er ist echt ein verfluchtes Genie. No. Ist ja oft so, dass so eher die zurückhaltenden Leute halt auch oft sehr intelligent sind. Weil, klar, sie mögen vielleicht nicht so viel reden und so, aber dafür denken sie mehr. Sie denken einfach mehr, anstatt einfach die Worte rauszufeuern wie sonst was. Und ja, ist ja auch logisch. Mehr denken, bessere Sätze. Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. Ja, eben. Warum zum Teufel? Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Bazar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Aha. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Moment mal, hä? Was war das? Der will anstatt eines Zauns einen Elektrozaun benutzen? Hä? Und das macht die dann glücklicher und dann dadurch geben die mehr Milch? Habe ich irgendwie gar nicht zugehört oder so? Das hört sich mega dumm an. Ja, das ist ein bisschen grob. Gestresste Ziegen geben bittere Milch. Ernsthaft? Ziegen haben Stress? Wärst du nicht gestresst, wenn dir jemand Stromschläge verpasst und dir dann in den Schritt fasst? Es ist nur eine ganz geringe Spannung. Wird sie höchstens kitzeln. Ja, gut. Also, wo ist das wenn du meinst. Mit deiner komischen Erfindung? Ja, eben. Mir fehlen ein paar Teile. Ja. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich ja, Metall sagen, und Generator wahrscheinlich. Weil irgendwas, obwohl, um Strom zu erzeugen, haben sie wahrscheinlich was. Eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Okay. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile. Ja, elektrische Bauteile. Um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an zwei Orten.
Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Okay. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegen streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln ja, von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden untern. Untern. Wir haben die Teile schon. Ich sag erstmal, ich werde sehen, was ich tun kann. Vielleicht ist dann ja die Marge besser. Also tun, wir hätten mehr dafür gemacht. Na, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich kann nichts versprechen. Ja. Ich wäre dir sehr dankbar. Die Teile für Carlos und seinen bahnbrechenden Zorn. Ich hoffe, er wartet noch am Bazar. Bisschen komisch, dass wir ihn direkt wieder ansprechen, aber... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Aha. Ich find's übrigens krass, wie die, Mimiken hier von den Charakteren. Die sind mega gut, ey, holy shit. Also, die sind nicht unbedingt realistisch oder so. Ich meine, die passen einfach extrem zum Gesprochenen. So als ob die das nochmal für die deutsche Sprache nochmal neu gemacht haben. Oder als ob die da nochmal so einen, als ob die da irgendwie eine KI durchlaufen lassen würden. Die dann nochmal die Gesichtszüge anpasst, damit das wirklich zum Gesprochenen passt. Das ist echt geil. Und ich habe irgendwie mitbekommen, dass der Tag-Nacht-Rhythmus wohl nicht mehr so dynamisch ist. Aber irgendwie wechselt der doch noch von alleine. Ich dachte, der wird gar nicht mehr von alleine wechseln. Also es ist hier... Solange Tag bleibt, bis wir schlafen gehen. Um Nacht zu machen oder halt auch umgekehrt. Aber anscheinend wechselt es immer noch automatisch. Das ist gut. Das finde ich nice. Okay, untersuchen. Was ist hier los? Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Ja. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Ja, den für ihn. Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Nach Mia fragen, nach den Nightrunnern fragen. Warum sollten wir ihn nach Mia fragen? Wir fragen nach den Nightrunnern. Erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die sind fast alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel. Der war früher ihr Commander. Boah, von denen können wir safe mega gute Skills lernen. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält. Wann war denn das? Vor langer Zeit. Da warst du wahrscheinlich am Anfang, ne? Noch ein Kind. Ja. Zweien. Als der ganze Quatsch hier losgegangen ist. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Okay. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Alter. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen,
die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos. Okay. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Ja, eben, das ist die Frage. Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder... Wow. Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Ja. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest... Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger oder die Dunkelheit. Okay, ich dachte, er will direkt nach Mia fragen, so von wegen, ja, weiß wo Mia ist. Das hätte ich mehr dumm gefunden. Also, ist klar, dass er nicht weiß, wer Mia ist, wahrscheinlich. Also fand ich die, diese Einblendung irgendwie komisch nach Mia fragen. Und ich fand, die kam auch ein bisschen zu früh, weil er ja erst später von Kindern erzählt hat. Also, bisschen weird. Aber egal, wo kann ich sie finden? Heute? Nach all den Jahren, die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring, weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Sorry, ne, aber der sieht mega aus wie ein Penner. Also so straight up einfach. Das sollte vielleicht mal ein bisschen an seinem Look arbeiten. Aber gut. Wer bin ich schon, um zu judgen? Ich bin einfach nur auch irgendein komischer Typ mit irgendeiner zerfledderten Kleidung. Aber das sieht halt eher so abenteurermäßig aus. Und er hat halt auch diese Mütze und diese komischen... Halbhandschuhe, diese Fäustlinge. Sind das Fäustlinge? Nee, Fäustlinge sind diese, die keine Unterteilung zwischen den Fingern haben, ne? Also diese ganz normalen Handschuhe, die nur die Handfläche bedecken und sonst halt die Finger nicht wirklich. Das ist halt, keine Ahnung. Sieht komisch aus. Nun gut, ach, hier. Hier ist der Ziegenstall. Und das ist auch... Ah, okay. Da ist ein Typ drin. Ich dachte so, was ist denn das daneben? Eine Gans? Oder? Ja, nee. Okay. Was ist hier los? Was? Aiden? Gut gemacht, Aiden. Was labern die? Hä? Bin ich hier schon be... Bin ich ja schon bekannt? Haben die beiden Mädchen von mir hier erzählt? Was ist hier los? Verhaltet euch hier respektvoll. Das war einmal ein heiliger Ort. Ja, ist ja gut. Warum kennen die meinen Namen? Also keine Ahnung, das ist gerade echt irgendwie komisch. Sollte mich eigentlich noch nicht wirklich jemand kennen. Aber... Wo sollten wir denn jetzt hin? Wir sollten irgendwo zum Ziegenstall. Wir waren gerade beim Ziegenstall. Nur müssen wir das tagsüber machen? Wahrscheinlich, ne? Kennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger.
Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst okay. mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn dir! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bevan. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feitstanz! Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Okay. Vielleicht ist er wirklich ein bisschen verdächtig. Nun ja, nicht gerade ein Beweis, aber er hat versucht, mich in ein zwielichtiges Geschäft reinzuziehen. Ja. Das muss ich nicht wissen. Du bist erledigt, Julian. Aber, welchen Beweis hast du? Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bevan, warte! Okay. Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mach ich dich kalt! Ich frag mich, was wohl mit dir. Ja gut, aber es kann ja auch von anderen Dingen kommen. Nicht unbedingt, wenn man es getrunken hat. Man nimmt ja generell viele Sachen zu sich. Und auch wenn man draußen ist, kann man ja auch irgendwas eingeatmet haben. Gerade in so einer Welt hier. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den Scheißkerl Luke kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Ja. Sind ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Bist du sicher? Wie hast du es gelagert? Ich kaufe es in Flaschen. Und es kann nicht verunreinigt werden. Keine Chance. Mein Lieferant Marco hat immer sauberes Wasser. Ja, okay. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich's mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Du Idiot, Alter. Egal, hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Benidorm in der Hornfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Ja. Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tue ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hornfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Warum sprechen wir die jetzt alle so mit Vornamen an, irgendwie? Ach, was ist das für ein komischer Eintritt hier? Wir sind gerade erst hergekommen. Was soll das denn? Also, das ist irgendwie schlecht gemacht, sorry. Aber das ist einfach nur... Das ist einfach nur komisch. Was ist das denn für ein komischer Scheiß? Wir sind hier gerade das erste Mal, sprechen jeden mit Vornamen an, werden direkt angesprochen von jedem. Was ist das? Okay, Handwerksmeister. Bei Handwerksmeistern können sie Entwürfe kaufen und upgraden. Durch das Upgraden von Entwürfen werden die Gegenstände, an denen sie... Ach Mann, ey, ich kann nicht lesen. Aus denen sie sie herstellen, leistungsstärker. Zum Upgraden eines Entwurfs bringen Sie die erforderlichen Gegenstände zum Handwerksmeister und tauschen Sie gegen ein Entwurfsupgrade ein. Alter. Gegenstände für Entwurfsupgrades lassen sich von besonderen Infizierten erobern, die nachts einfacher zu finden sind. Auf Ihrer Karte sind Sie mit dem Symbol ja, anscheinend so ein komisches Infizierten-Symbol gekennzeichnet. Alles klar. UV-Leiste. Aufputschmittel. Feuerpfeiler. Okay. Ja gut, wir haben schon ein paar Dinger. Und das heißt ja, alle Wertsachen verkaufen.
Nee, Wertsachen. Einfach nur Sachen, die wir sammeln können, um sie dann zu verkaufen. Kaufen. Wo kann ich denn hier... Ja, wahrscheinlich. Mann. So. Wo kann ich hier einen verkaufen? Hier ist der irgendwo? Ja, ja. Hä? Bauteile? Kann ich hier irgendwo verkaufen? Oder ist das... Alle Werte... Kann man das einfach nur so machen? Kann man die wirklich nur sammeln und, nicht mal einzeln verkaufen, wie im ersten Teil? Einen Moment, ich muss mal kurz... so. Muss mal eben was schließen hier. Nicht, dass es auch noch Krach macht hier in der Aufnahme. Weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber mein Handy hat geklingelt. Ich habe das mal kurz auch stumm gestellt. Jetzt sollte uns das nicht mehr auf den Sack gehen. Hoffe ich. Wäre ein bisschen lächerlich, wenn doch. Das ist der Pilger. Genau, so eine Reaktion will ich. Und nicht so, hey Aiden. Sondern so, yo, der Pilger. So, die wissen ja noch nicht wer ich genau bin. Die wissen ja einfach nur, ey, guck mal, das ist der Typ, der fast erhangen wurde. So, das war's. Bei Händlern können sie neue Waffen... Mann, ey, ich muss mich jetzt konzentrieren beim Vorlesen, ey, ohne Witz. Okay, nochmal. Bei Händlern können sie neue Waffen, Fertigungsteile und andere Gegenstände kaufen und die gesammelten Wertsachen sowie unerwünschte Last verkaufen. Sie bieten die leistungsstärksten Waffen... Statten Sie ihnen daher häufiger mal einen Besuch ab, um Ihre Kampfstärke zu verbessern. Händler finden Sie in allen Hauptzentren sowie im Innern von zugewiesenen Gebäuden und Siedlungen. Okay, also scheint hier mehrere unterschiedliche Siedlungen zu geben. Und nicht nur so ein zentralen Bazar. Beziehungsweise nicht nur kleinere Läden, so wie im vorherigen Teil, sondern tatsächlich auch mal etwas Größeres. Weil es gab ja mal ab und zu so ein kleines Lädchen, auch so wandelnde Händler. Und halt einen zentralen Shop, wo man hingehen konnte. Und hier scheint es mehrere Siedlungen zu geben. Das finde ich geil. Okay, er hat eine Axt oder was? Eine Klingenaxt, okay. Die 900 kostet. Die 900 kostet. Okay, aber man scheint hier echt ganz gut an Wertsachen ranzukommen. Wodurch man dann seine Sachen upgraden kann. Beziehungsweise nicht upgraden, wo man dann ganz gut an Geld kommen kann. Und ich denke, ich werde jetzt auch mal was verkaufen. Moment, hier auch. Verkaufen. Alle Ausrüstung. Was ist das? Aber die haben wir doch gerade an, oder nicht? Die müssten wir anhaben, aber... Ach, ausgerüstet. Steht da ja. Ah ja, da oben. Okay, ganz fett, ganz markant in so einem... Mit so einem gelben Streifen. Ich dachte, das ist hier irgendwo so ein Symbol hier in der Ecke von dem Quadrat. Aber nee. Okay. Waren. Ich weiß nicht, wofür wir die Sachen brauchen. Also wir werden die erstmal behalten. Ich habe jetzt einfach mal die Wertsachen verkauft. Einfach nur, weil... Ja. Die sind anscheinend nur zum Verkaufen. Und ich würde gerne... kann ich irgendwo sehen? Ja, da. Okay, wie kommen wir da hin? Ist oben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde knacken. Und sehen zu, dass wir da diese komische Ziegenquest abschließen können.
Was? Ach, guck mal. Hier schön mit Ziegen und Hühnern. Ah, schön ist das. Okay. Und ich denke, wenn die Waffen so schnell verbrechen, sollte man ein paar Sachen mitnehmen, ne? Ja, komm, wir können sowieso 24 mitnehmen. Heißt, ein Wurfgegenstand werfen, um etwas Lärm zu machen und die Aufmerksamkeit der Feinde zu erregen. Okay, interessant. Ich dachte jetzt, es wäre irgendwie, keine Ahnung, auch so eine Wertsache, die wir halt verkaufen können. Aber nö, Aufputschmittel, Immunität. Ausgerüstet. Nicht irgendwie komisch. Und können wir das denn aus unserem Inventar entfernen? Was? Ja, alle. Alle rüber. Oh, ist das nervig. Oh, ist das nervig. Ach du Scheiße. Die ist immer hochscrollt. Oh nee. Nee. Das finde ich aber nicht gut. Das finde ich absolut nicht gut. Okay, vielleicht. Okay, dann sollte man das immer so machen. Okay, und nicht auf alle gehen. Na gut. Ich glaube, die packen wir erstmal weg, die Sachen. Und, ja, ziehen dann so weiter. Ich würde dann auch sagen, dass wir die direkt wieder ausrüsten. So, zack. Ich finde das etwas schade, dass es dann einen Slot im Inventar wegnimmt, obwohl wir es ausgerüstet haben. Ich finde halt, das sollte dann hier nochmal in so einen extra Slot sein. So wie bei Minecraft halt. Dass man so einen Ausrüstungsslot einfach hat. Oder ist es das sogar? Nur es wird halt hier im Spielerversteck angezeigt. Rucksack. Ja, okay. Okay. Ja gut, dann wird das anscheinend nur hier im Spielerversteck angezeigt. Und wenn wir im Rucksack nachschauen, dann wird das da nicht aufgelistet. Okay, nice. Finde ich gut. So, jetzt haben wir Tag, ne? Ja, diese komische Todesanzeige ist jetzt auch nicht mehr da. Was? Zum... Hat jemand versucht, mit uns zu reden? Naja, gehen wir erstmal raus. Und versuchen jetzt hier diese komische Ziegenfeste endlich fertig zu machen. Wie hier durcheinander gelabert wird. Vielleicht war das sein Problem. Was, wenn er einfach nur zufällig umgebracht wurde? Also ist schon irgendwie geil, weil das dann lebendiger wirkt hier. Nur so kann man natürlich auch den einzelnen Gesprächen nicht wirklich folgen. Treffen Sie die Leute vom Bazar. Nee, vom Bazar. Hä? Wen denn? Da hinten. Da hinten sollen wir hin. Nicht hier vorne. Warum ist das dann nicht... Warum können wir uns das nicht markieren? Und warum ist es nicht markiert? Ich muss halten. Ach, komm schon. Ach, für manche Sachen muss man nicht halten und für manche Sachen muss man halten. Hier. Da. Dafür muss man zum Beispiel nicht halten. Oder weil das eine Quest ist. Muss man nur für die Quests halten und für solche Orte dann halt zum... Okay. Okay, für Orte muss man halten.
und für so kleinere Sachen nicht. Okay. Für Orte und Quests muss man halten und für ja, Markierungen halt nicht. Gut. Sehen Sie sich die Demonstration des elektrischen Zauns an. Wurden die gebraten, die Ziegen? Hast du die Ziegen gemolken? Die haben scheinbar irgendeine Euterkrankheit. Die lassen keinen an sich ran. Die wurden jetzt erstmal richtig fett gebraten. Aber ich bin halt Alter. Weißt du schon, was du dieses Jahr mit dem Getreide anstellst? Ja, Bro? Du, wolltest du grillfest machen, oder? Alles in Ordnung? Nein, sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaub ich. Nicht. Das ist sehr. Es hat großes, riesiges. Du meinst, es hat Potenzial. Ja. Potenzial, ja. Richtig. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Richtig, genau so sieht sie nämlich aus. Für alle und für dich. Ich nehme dich als und ernenne dich zum Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott, vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Ach du Scheiße, wenn das die Ingenieure der neuen Welt sind, dann ist die neue Welt verloren, Alter. Zum Installieren eines Waffenmods benötigen Sie einen Wurf, die erforderlichen Fertigungsteile und eine entsprechende Waffe. Alles klar. Überprüfen Sie die Anzahl der Mod-Slots auf dem Waffensymbol. Die besten Waffen verfügen über 3 Slots. Griff, Schaft und Spitze. Verschiedene Mods passen in verschiedene Slots. Okay, das wird anscheinend auch geändert. Vorher konnte man, glaube ich, einfach die Mods draufknallen, wie man lustig war. Aber jetzt gibt es anscheinend verschiedene, obwohl, nee, vorher gab es auch verschiedene Arten, aber jetzt gibt es nochmal für extra Bereiche der Waffe Modifikationen. Okay. Drücken Sie nun I, um zu Ihrem Inventar zu wechseln. Wählen Sie eine passende Waffe aus und drücken Sie auf. Was? Drücken Sie auf, um sie zu modifizieren. Ja, auf die Waffe wahrscheinlich. Okay. Der Funke der Erfindung. Kampf und Parcours. Wie hat das denn Kampf und Parcours gelevelt? Ja gut. Ja gut. Treffen wir als nächstes noch die Leute vom Bazar. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal einen Deckel drauf. Hier in der Bar, oder? Ja, okay. Moin. Was? Wer ist Barney? Ja, witzig. Ich verrate dir mal was. Ich an deiner Stelle hätte es lieber gehabt, wenn sie mich umgebracht hätten. Oder hättest du lieber sinnlose Tode auf dem Gewissen? Ich wünschte, ihr würdet hier keine Unschuldigen aufhängen. Naja, am Ende lief hier alles gut, nicht wahr, Pilger? Du hast keinen umgebracht und du bist frei. Win-win. Barney, hä? Wer hat denn von dem gesprochen, Alter? Wer ist Barney? Jeder hier kennt Barney. Was? Ich nicht. Erzähl mir von ihm. An deiner Stelle würde ich nicht nach Barney fragen. Er mag keine neugierigen Leute.
Er wird ganz schön sauer sein, wenn er es herausfindet. Und diese Art Ärger willst du nicht. Jetzt will ich auf jeden Fall mehr wissen. Okay, er ist Sophies kleiner Bruder. Manche sagen, er sei irre, aber er spielt im Bazar eine tragende Rolle. Die Picards haben Angst vor ihm, aus gutem Grund. Mit Barney ist nicht gut Kirschen essen. Ja, let's go, den brauchen wir auf unserer Seite, würde ich sagen, ne? Treffen mehr Leute? Mehr Leute vom Bazar treffen? Willst du mich verarschen? Oder müssen wir jetzt genau in die andere Richtung laufen? Hat sich da jetzt ein Dialog freigeschaltet? Ja, vielleicht? Nein. Ja, auch nicht. Ich wurde schon wieder mit Aiden angesprochen. Hört doch auf mit dem Scheiß. Okay. Hier wieder jemand. Das stimmt. Hängt die Leute auch dafür? Ich wollte nur sagen, dass ich auf deiner Seite war. Aha. Mhm. Danke, dass du dich so für mich eingesetzt hast. Was? Jo. Aber ich hab gar nichts... Verstehe. Sarkasmus. Sieh mal, es ist nicht so einfach, sich gegen die Masse zu stellen. Klar. Ich weiß, dass Leute manchmal Angst vor Pilgern haben, aber... Verdammt. Du hast außerhalb der Mauern überlebt. Wow. Das muss ja was gewesen sein. Ja, kann man so sagen, ne? Muss man auf jeden Fall Eier aus Kruppstahl haben, wie hier irgendeiner vorhin gesagt hat. Sehr passend, by the way. Sehr, sehr passend. Die Stadt wurde über die letzten 15 Jahre derart geplant, zumindest in Bezug auf Aiden. Überall verstreut sind. Mann, ich will nicht meine eigene Pisse trinken müssen. Na? Alles fit? Arschloch. Dreht sich direkt weg, Alter. Okay. Boah, die auch nicht. Mhm. Ja, habe ich mir schon sagen lassen. Ah! Oh! Ja, moin! Du scheinst mir bekannt. Ja. Ich bin der Typ, der wegen dir beinahe gehängt wurde. Ja, in der Tat. Du stehst ja hier, oder? Bitte was? Sieh mal, wir hatten keine Wahl. Wenn du dich verwandelt hättest, wie wir alle dachten, wäre das ein Massaker geworden. Gegen einen Infizierten? Ja, er hatte das geschafft. Menschen gegen einen Infizierten. Die Chancen standen gut für euch. Ah, wie ich sehe, hast du bereits einen Marker. Je länger du hier bleibst, desto mehr wirst du verstehen. Unsere Regeln sind sehr streng, aber so überleben wir. Kennen wir sie jetzt schon? Klar. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sie sieht irgendwie so aus wie eines der beiden Mädchen am Anfang, aber... Ist sie, glaube ich, nicht. Weil die hatten so einen richtig eigenen Stil und ich glaube auch beide gefärbte Haare. Also kann sie ja nicht sein. Holy shit, Alter. Ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass die Ausrüstung weg ist. Kann einem irgendwie angezeigt werden, wo man bei das Missionsziel. Ja, treffen Sie die Leute vom Bazar. Toll. Können wir einfach raus? Ist das hier schon abgeschlossen? Wenn wir dann rausgehen? Nein. Hoffen Sie, Leute vom Bazar, immer noch. Sieh mal, wer da ist. Holy Christ, Alter. Hallo. Zum tausendsten Mal. Wusstest du, dass ein paar Leute der alten Welt Audio-Zeitkapseln aufgenommen haben, als sie realisierten, dass die Scheiße losbrechen würde? Musst allerdings in die Gebäude rein, um sie zu finden. Okay. Ja, klingt realistisch. Wird ja auch heutzutage einfach immer mal wieder gemacht, so Zeitkapseln, die man dann einfach irgendwo eingräbt oder es gibt ja auch so einen Datenspeicher, der halt in so einem speziellen Schutzgehäuse ist, damit das irgendwie
keine Ahnung, was übersteht. Die größten Katastrophen. Atombomben und so weiter. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall so ein Ding, wo die ganzen Daten reingeladen werden, damit vielleicht spätere Zivilisationen das auch mal finden und dann sehen, warum ist die Welt untergegangen? Wie können wir das am besten verhindern? Wahrscheinlich als Gefahrenprävention einfach. Die Menschheit einfach verdammt dumm ist. Nicht nur im Spiel, wo einfach weiter geforscht wird. Obwohl nicht mehr geforscht werden muss, obwohl eigentlich ein Impfmittel gefunden wurde. Eine Heilung gefunden wurde. Aber die herrschenden Mächte einfach aus Gier beziehungsweise aus Größenwahn einfach weiter forschen. Mit Mutter gehen, die man am besten gar nicht mehr anfassen sollte. Denk dran, Pilger. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Du bist das, was du werden willst. Naja. Gut, Leute. Ich geb's auf. Ich werde AFK weitersuchen. Nicht AFK, Offcam weitersuchen. Und, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das noch ein bisschen zusammen, weil, keine Ahnung, wir sind jetzt so lange rumgelaufen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall ein gutes Stück noch wegschneiden, damit das Video nicht allzu lang wird, damit nicht allzu lang gerendert werden muss, damit man nicht allzu viel Zeit verschwendet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich schaue noch Offcam weiter nach Leuten, die eventuell... Nee, ich habe kein Wasser, sorry. Ich werde hier nach Leuten suchen, die eventuell reden wollen. Werde natürlich noch nicht mit denen reden. Ich werde dann die Aufnahme einschalten und hoffentlich haben wir einfach nur irgendwo eine einzige Person übersehen, die einfach irgendwo in irgendeiner Scheißecke chillt. Da werden wir einfach nur noch reden müssen. Und dann geht es hoffentlich weiter. Gut. Jetzt aber endlich genug gelabert. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann schaltet hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Bis demnächst. Und ciao.